Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, das hört sich nicht gut an. Ja, ist ein bisschen verbrannt. Wie soll das gehen, Leute? Gibt es was Geileres? Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, da ihr ja diese TikTok-Formate mit viralen Rezepten so liebt, machen wir heute mal einen Tag lang virale TikTok-Waffeleisen-Rezepte. Dafür habe ich hier mal ein cooles Waffeleisen, die Mia schon geholt. Und wir starten auch direkt durch mit dem ersten Rezept. Und zwar das erste Rezept werden die sogenannten Croffles. Ich wollte das schon so lange machen, aber ich habe in Köln ja kein Waffeleisen. Deswegen habe ich mir hier jetzt den guten Croissant-Teig von Ja natürlich geholt, nicht von Knack und Back, weil wir sparen, wo es geht, ne? Wisst ihr Bescheid? Und wir machen als Füllung die Haselnusscreme von Mövenpick rein, weil die ist so ultra lecker. Oh mein Gott, vielleicht mache ich noch Milka-Aufstrich dazu rein. Das ist so eine Mischung, das ist auch wild. Aber wir machen das jetzt erstmal. Und das kommt einfach ins Waffeleisen statt in den Ofen. So einfach. Ich bin gespannt, ob das klappt. So, erstmal müssen wir dafür natürlich jetzt die Croissants aufmachen. Ich habe da immer so Angst vor. Ich weiß nicht. Hä? Ich bin zu doof für sowas. Ah, ich glaube, ich muss erst. Ah, ich muss das ja erstmal aufziehen. Oh, Leute, ich bin für sowas nicht gemacht. Ne? Ah, hier ist ein Pfeil sogar. Aha, hier. Also ich habe jetzt schon Angst, ne? Ah. Ah, oh mein Gott. Alter Schwede. Oh, ich habe mich so erschrocken. Halleluja. Der Knack und Back hat das letzte Mal nicht so geknackt, sage ich euch, wie es ist. Jetzt habe ich hier Zettel an meinem Croissant. So, Croissant-Teig raus und jetzt brauche ich ein Brettchen, weil das klebt. Und natürlich fängt jetzt hier einer vor unserer Tür an, mit so einem mit so einer Heckenschere die Wiese zu schneiden. Perfekt. Wie mache ich denn das jetzt hier? Ah, ich glaube so. Boah, der fühlt sich so satisfying an, der Teig. Oh, wow. Das erste Stückchen ist schon mal ein bisschen kaputt. Ich glaube, ich nehme mal das zweite, weil da darf ja nichts rauslaufen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das macht. Ich mache jetzt einfach mal hier so einen Klecks hin. So. Die ist halt sehr hart, die Creme. Wo rollt man das jetzt ein? Rollt man das von hier ein oder von hier? Ich glaube von hier, ne? Jetzt. Ah, guck mal. Das sieht aus wie ein Croissant. Ich mache es hier mal zu, damit nichts rausläuft, wenn es geht. Und das kommt jetzt ins gute Waffeleisen. Bitte lass das klappen. Voll Angst, dass es kaputt geht. Leute, ich will ja nichts sagen, aber ich habe Angst, dass es hier gleich alles rausläuft. Ich glaube, ich lege mal ein Papier unter oder so. So, let's have a look. Oh no, meine ganze Füllung. Oh, ich muss mal ein bisschen drehen, sonst fokussiert das ja gar nicht darauf. Meine ganze Füllung läuft ja raus. Nö. Kacke, wo ist das Messer? Oh. Und die Seite hier wird nicht braun. Überleg, ob ich das nochmal anders reinlege. Vielleicht so. So, ich nehme das jetzt einfach raus. Das dauert mir sonst zu lang. Aber es sieht gut aus. Es ist nur die Füllung rausgelaufen. Aua. Naja, Meisterwerk ist es nicht. Aber es ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Sieht ein bisschen verbrannt aus, aber wir probieren es mal. Das ist ja das Wichtigste. So, wir haben jetzt hier unsere Croffle. Ja, ist ein bisschen verbrannt. Sagen wir, wie es ist, ne? Aber ich reiße die jetzt mal hier in der Mitte auf. Mal gucken, ob da noch was kommt. Aber ich glaube, es ist alles rausgelaufen. Ja, ich glaube, es ist wirklich alles rausgelaufen. Oh nein, wie traurig. Aber an sich sieht die ja ultra geil aus, wisst ihr? Also mit dem Croissant-Teig und so. Okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Ah, heiß. Ich sollte nicht die verbrannte Stelle probieren. Ja. Schmeckt jetzt wie Karamell. Ich verstehe auf jeden Fall den Hype um die Croissants an sich, weil das ist so geil. Schaut euch mal diese Schichten an. Boah, es ist so heiß, Leute, aber ich kann nicht warten. Das ist schon richtig wild. Wenn jetzt noch die Füllung drin geblieben wäre, dann wäre es richtig geil geworden. Aber ist sie halt leider nicht. Ja, was gebe ich denn da jetzt? Boah, dieser... Es ist schon geil. Schon richtig geil. Weil ich hätte gern was mit Füllung gehabt. Schau ich das mal an. Wow. Und die sind halt richtig warm und frisch. Und wenn wir mal von der Füllung absehen, ist eine 9 von 10. Mit der Füllung, die rausgelaufen ist, ist eine 7 von 10. Aber es war ja meine Schuld. Ich weiß auch nicht, was ich hätte anders machen können, damit die Füllung drin bleibt. Wenn ihr Tipps habt, immer her damit. Ja, schmeckt jetzt halt nach Croissant, ne? Wir machen mal weiter mit dem nächsten Rezept. So, Friends, ich war jetzt mit Bounty beim Tierarzt. Und es gibt jetzt das nächste
Waffelrezept, und zwar Pizza Pocket Waffeln. Ich blende euch das ja irgendwo ein. Die Sache ist jetzt, passt auf, ich bin mit Mama alleine zu Hause. Ich habe schon 6 Croissants mit diesem Teig und hätte ich jetzt nochmal Knack und Back Brötchen gekauft, hätte ich nochmal 6 Brötchen. Wer soll das alles essen? Deswegen dachte ich mir, recycle ich ein bisschen. Ich dachte, erst mache ich es mit Toast, aber ich dachte, ich mache einfach Croissant-Pizza. Nice. Wie geil ist das denn? Das könnte der neue Trend werden. Ich nehme jetzt einfach 2 Croissant-Teige und schneide die viereckig aus und lege die aufeinander und mache da die Pizzafüllung rein. Und hier habe ich einmal Tomatenmark, dann habe ich hier einmal Kassler, das ist noch für meine Eltern da, dann haben wir Parmesan und Mini-Mozzarella. Da muss ich halt gucken, ob die noch haltbar ist. Die ist zwar zu, aber abgelaufen, aber wird bestimmt noch gut sein. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Bisschen abgewandelt. Der Moment der Wahrheit. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch runter, weil der Blätterteig ist schon voll warm geworden. Okay, wir legen das jetzt so hier rein. Passt ja perfekt, Mensch. Und ich hoffe, dass nichts rausläuft. Ich habe es extra richtig gut verschlossen. Let's see. Ich habe eher hier oben Angst. Ich habe schon ein bisschen runtergedrückt, aber warten wir mal ab. Leute, das hört sich nicht gut an. Hört ihr das? Ich hoffe mal, dass die Füllung drin bleibt. Wow, geil. Oh mein Gott. Wir probieren die jetzt. Ich hole die mal raus, kurz aus dem Brettchen. Also, ich finde, die sieht ja mal... Scheiße. Ich finde, die sieht ja mal delicious aus. Okay, wir schneiden die mal an. Kommt mit. Boah, Leute, das sieht so geil aus und ich kann es jetzt kaum erwarten, da jetzt reinzubeißen und zu probieren. Aber ich nehme die Seite, die gebräunter ist. Also die hier. Ah, nee, ich glaube, in der ist mehr Käse drin. Ich nehme doch die. So sieht das Ganze jetzt aus. Ach, ich freue mich. Oh, es ist heiß. Und es ist draußen auch heiß, ist das Problem. Aber das, was ich geschmeckt habe, wow. Also, ne, ich frage mich auch, was daran nicht schmecken soll. Es ist eine Mischung aus Pizza und Croissant. Also was Geileres, frage ich mich, ist die Tomatensauce, die so heiß ist. Boah, aber richtig lecker. Die andere Hälfte lasse ich Mama übrig, dann kann die auch gleich noch probieren, wenn sie von der Schule kommt. Doch, das finde ich schon richtig geil. Nee, was soll ich sagen? Ist auf jeden Fall gelungen. Mischung aus Pizza und Croissant kann einfach nur geil schmecken. Macht es unbedingt nach. Ich weiß auch gerade nicht, was ich noch dazu sagen soll, weil es ist, spricht für sich. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach nur geil. Fettig, saftig, käsig, boah, wild. Einfach nur wild. Und ich würde sagen, ich lasse das noch Mama probieren nachher und schreibe euch mal hier unten hin, wie sie es fand. Ja, ansonsten sehen wir uns gleich zum nächsten Rezept wieder. So, Freunde, für das nächste und letzte Rezept brauchen wir das gute alte Toastbrot. Ich habe jetzt hier Sandwich-Toast, Dinkel-Sandwich-Toast, weil meine Eltern das zu Hause haben. Dann brauchen wir Milch, ein Ei und Süße und natürlich... Das gute alte Waffeleisen, nicht zu vergessen. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, was wir damit jetzt machen. Ihr werdet vielleicht drauf kommen, vielleicht aber auch nicht, aber ihr werdet nicht komplett drauf kommen. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Okay, auf jeden Fall machen wir French Toast Cinnamon Rolls. Ah, wir brauchen noch Zimt. French Toast Cinnamon Rolls im Sandwich Maker. Nee. Im Waffeleisen. Und das ist ganz crazy. Ich habe das irgendwie heute Morgen erst auf TikTok entdeckt. Oh mein Gott, das muss in dieses Video mit rein. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie man das macht. So, in diese Schüssel kommt jetzt ein Ei, ein Schluck Milch und ein bisschen Süße und vielleicht ein bisschen Zimt. Das kann ja nicht schaden, ne? So, jetzt wird das Ganze gut verquirlt. Das riecht schon gut. Ich muss aber gerade mal gucken, ob ich überhaupt alles richtig mache. Momentchen. Ewigkeit später. Okay, ich merke gerade, die Milch hätten wir gar nicht gebraucht. Egal, wir machen das jetzt trotzdem so. Es kann ja nicht schaden. Jetzt nehmen wir uns das Toast und müssen ganz vorsichtig die Ränder vom Mittelstück trennen. Dabei aber nur an einer Seite öffnen. Wie so ein Viereck hier rausschneiden. Dann an einer Seite ganz durchschneiden. Oh oh, hier ist eine Seite schon von allein abgebrochen. Oh nein, nein. Oh mein Gott, ich habe schon verkackt, Leute. Oh, dann kriegt Bounty das. Aber das hier ist gut. Schneiden wir jetzt hier auf. Und jetzt müssen wir das irgendwie ein
Wie soll das gehen, Leute? Wie soll man das einrollen? Das bricht ja. Ja, so ein bisschen geht das. Aber es geht lang nicht so, wie in dem Video gezeigt. So, tatsächlich haben wir solche Zahnstocher zu Hause. Jetzt muss das ja einmal durch. Ist gar nicht so einfach, Leute. So, jetzt kommt der schwierige Teil. Jetzt nehmen wir uns das Ding hier, tauchen das einmal hier rein. Oh Gott, ich hätte einen flachen Teller nehmen müssen. So. Oh nein! Leute, was ist das denn hier? Naja, jetzt kommt das in Zimt und Zucker. Ich helfe mal ein bisschen nach. Das ist echt nicht so einfach. Wir machen das jetzt mal direkt hier ins Waffeleisen und machen dann Zimt und Zucker drauf. Weil ich glaube, sonst wird das nur noch schlimmer hier. So. Und Abfahrt. Okay, let's go. Wünscht mir Glück. Ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass der Holzstab abfackelt. Ja, wenn wir uns gleich nicht wiedersehen, wisst ihr Bescheid. Freunde, die Mittelteile werden natürlich nicht weggeschmissen. Die werden recycelt. Und zwar werden da auch French Toast draus gemacht. Also keine Sorge. Und wir nehmen jetzt mal unseren French Toast am Stiel raus. Das sieht nämlich sehr, sehr gut aus. Ich halte das mal mit einer Gabel drunter fest, damit das nicht runterflappt. Hier bin ich. Sieht schon nice aus. Es hält nur nicht so am Stiel, wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise wie es im TikTok suggeriert wird. Aber let's see, ob es schmeckt. So Leute, jetzt bin ich gespannt. Also es hält, wenn es ein bisschen abkühlt, doch ganz gut. Und es sieht und riecht, oh, es riecht so ultra geil. Halleluja. Okay, let's try. Oh mein Gott. Alter, ist das geil. Okay, wow, das hätte ich niemals erwartet jetzt. Das Toast ist jetzt von innen so richtig fudgy und sapschig geworden. Es ist viel geiler, als wenn man es in der Pfanne anbrät, das sage ich euch. Wow. Also wenn ich ab jetzt French Toast mache, dann mache ich die nur noch im Waffeleisen. Und ich muss auch gleich gucken, dass meine anderen nicht explodieren da draußen. Ich mache die nur noch im Waffeleisen. Vor allem, wenn der Zucker hart wird, der ist ja so karamellisiert, dann wird das wie so eine Kruste. 12 von 10. Hätte ich niemals gedacht vorhin, dass das das beste Rezept vom Video wird. Naja, man sagt ja bekanntlich, das Beste kommt zum Schluss. Und damit würde ich tatsächlich auch sagen, dass ich das Video an dieser Stelle beende. Wenn euch das Format gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben, natürlich ein Abo da, denn ich habe gesehen, ganz viele von euch haben mich noch nicht abonniert, schauen aber meine Videos regelmäßig. Das solltet ihr unbedingt tun. Sonst schaut doch immer auf Instagram vorbei, da erfahrt ihr sowieso alles aus meinem Leben, wirklich. Und ja, ich würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns am Sonntag zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!